Herzlich willkommen hier in Prag im Hilton. Justin und ich sind heute angereist, er aus München. München und ich aus Berlin. War eigentlich eine ganz entspannte Fahrt, wenn die ganzen Besoffenen nicht da gewesen wären, aber ist halt Bahn. Das Hilton, muss ich sagen, ist sehr schön. Es ja. gibt zwei in Prag. Es gibt einmal das in Old Town und wir haben das andere. Das ist etwas genau. größere, modernere. Das am Fluss. Das am Fluss. Wir sind hier im 7. Stock, wir haben ein großes Zimmer mit 2 Doppelbetten. Wir wurden sehr freundlich empfangen, kann ich schon mal jetzt sagen. Wir sind abgeholt worden vom Bahnhof, haben hier ein tolles Zimmer bekommen. Eine Flasche Champagner wartet noch auf uns. Ganz coole Sache, muss ich sagen. Das Hilton hat mir eine in Holzoptik einen Powerbank geschenkt. Traurigerweise nur eine. Also gut für mich, schlecht für Justin. Und wir haben noch einen herrlichen Ausblick hier. Und wir gehen jetzt hoch und werden die Skybar uns ansehen und da unsere Cocktails trinken. Ansonsten, was planen wir für die nächsten 2,5 Tage, die wir hier sind? Wir werden einen Vlog machen, der hiermit angefangen hat. Wir werden morgen früh in das echt gut ausgestattete Fitnessstudio hier gehen. Wir waren da gerade schon mal drin. Also für ein Hotel außergewöhnlich groß. Ja. Sieht sehr gut aus. Ansonsten, ihr seht ja, wir haben die ganzen Sachen erstmal hingeschmissen. Wir waren nämlich gerade Abendbrot essen. Ja, Schluss mit Labern, wir gehen hoch. Scheiße. James Bond hätte sich besser verstecken können. Sehr spektakulärer Glasfahrstuhl, womit man hier hochfährt in den 7. Stock. Können wir euch mal zeigen, wir sind nämlich jetzt dort tatsächlich angekommen. Wenn wir mal hier runter gucken. Ta-ta-ta. Das ist ein sehr schöner Ausblick, wie ich finde. Schönes Hilton Hotel. Ja. Ja, so schnell lässt er mich alleine. He's, he won an award a few years ago. He's one of the good ones. Oh, okay. Yeah. Not a word. Think again. Where are you from? New Zealand, mate. New Zealand. Oh, I was thinking about maybe Australia. Yeah. The accents, they're really close, though. Yeah, We sound pretty much the same. So. Yeah, I spent 8 months in Australia. And I met a couple of Aussies. And, yeah. Oh, nice. A couple of Aussies. If you're in Australia, I reckon you met more than two. No worries, guys. If you need something, just toss something at me, yeah? Absolutely. All good. Cheers. Wie findest du die Aussicht? Großartig, wirklich schön. Wenn es jetzt noch 5 Grad wärmer wäre, dann wäre es noch viel schöner, aber so ist es schon cool. Muss man schon sagen, es ist hinten hier an einem Top-Spot hier in Prag. Wunderschönen Morgen. Im Hintergrund, meine Lieben, seht ihr das tolle Hilton. Ich bin gestern hier mit dem Zug angekommen und da hat man von Weitem schon dieses schön beleuchtete Hotel gesehen. Es ist von innen sehr schön und auch von außen so schön, wie ein Hotel sein kann von außen. Ist halt ein Hotel. Es ist echt frisch in Prag. Aber wir sind ja gut angezogen. Jetzt gehen wir eine kleine Runde spazieren, weil ich ihm gesagt habe, sein Frühstück wird noch viel besser schmecken, nachdem man ein bisschen frische Luft geschnappt hat. Justin, was sagst du dazu? Zwungenermaßen bin ich mitgekommen. Ja, nein, das ist einfach so. Was ganz geil ist, wir stecken hier gerade mitten in so einer Art Sportpark drin. Man kann es jetzt leider nicht sehen, aber direkt hier hinter uns, beziehungsweise wenn du dahin filmst, hier sind zum Kajaken, ist hier eine Bahn aufgebaut. Wo du halt die, wie heißt der Fluss? Scheiße, ich habe auch vergessen. Wo du den Fluss hier runterfahren kannst. Direkt hinter uns sind auch nochmal entweder Tennisanlagen oder Volleyballanlagen. Dann haben wir 2 Arenen direkt vor uns. Also ist hier eine kleine Sportinsel. Und wie gesagt, jetzt geht es eine Runde spazieren und dann schmeckt Frühstück umso besser. Was ihr auch nochmal schön sehen könnt, ist
dort oben ist die Skybar. Dort haben wir ja gestern unseren leckeren Cocktail gehabt. Also bisher muss ich sagen, ist das Hilton eine sehr gute Adresse hier in Prag. Gefällt uns sehr gut. Fluss heißt übrigens Moldau. Ja, stimmt. Moldau. Verrückt. So, während Justin noch überlegt, wie er schmerzfrei stehen kann, gehe ich jetzt an meine vorletzte Übung hier an der Hammer Strange Maschine. Es ist, ich habe es gestern, glaube ich, schon gesagt, ein extrem gut ausgestattetes Fitnessstudio für ein Hotel, oder? Justin, ja. Du hast ja eigentlich alles da vom Functional Fitness. Du kannst ja ein Crossfit-Training machen oder richtig geil einfach nur pumpen. Boxen. Genau, Boxen. Wir sind wahrscheinlich auch Kurse ab und zu. Also für Kampfsport ist hier auch einiges geboten. Es sind ultra hohe Räume. Also ein sehr schön ausgestattetes Gym. Ich werde jetzt ein bisschen weniger quatschen und meine Übung machen. Der eine lacht vor der Kamera, der andere weint hinter der Kamera. Ich muss sagen, Justin ist ja normalerweise nicht so diese Crossfit-Workouts gewohnt, aber er hat gut durchgezogen. Es war geil. Schlussendlich musst du sagen, es hat Spaß gemacht, oder? Das war super. Ja, die Sache ist, weißt du, aufgeben kann man immer. Aber das ist ja der Unterschied. Durchzuziehen, zum Schluss ist es nur eine Kopfsache. Wenn man, ihr kennt ja die Leute, ah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die am lautesten meckern, die können eigentlich immer noch. Die haben gerade mal so 80% erreicht, wenn überhaupt. Ganze meckern und weinen und einfach mal die Schnauze halten und machen. Bringt dich immer weiter. Auf jeden Fall bin ich stolz auf Justin, weil er echt gut gekämpft und durchgezogen. Weil gerade wenn es für dich eine ungewohnte Variante ist, ist es immer leicht, gut in der Sache zu sein, wo man eh stark ist. Aber dann einfach mal eine Sache auszuprobieren, die man halt nicht so gut kann, das zeigt dann Charakter. Was sagst du zur Altstadt von Prag? Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Sehr schöne Bauten, architektonisch. Schön super schick. Und uns fällt wieder auf, es ist viel, viel sauberer wie in Berlin. Das ist die große Frage. Woran liegt's? Warum kann sich der Berliner oder der Deutsche nicht so an Sauberkeit halten? Wir lassen euch mal in den Kommentaren rätseln. Ratet mal, woran liegt's? Ha? Warum haben wir so viel Schweinebacken bei uns? Also halten wir mal fest, ich bin heilfroh, dass ich meine warmen neuen Handschuhe dabei habe. Es ist sehr kalt in Prag, aber es ist auch wunderschön. Also eigentlich kommt jetzt gerade so eine Weihnachtsstimmung auf, weil wir haben es hier leichten Schneefall. Es ist, glaube ich, so knapp um die 0 Grad. Also unglaublich viele Touristen hier. Aber man muss auch sagen, Prag ist einfach echt schön. Also egal, wo wir hingehen, sieht toll aus. Hier gibt es überall Glühwein. Also wenn es noch ein Weihnachtsmarkt wäre, dann würde ich sagen, wir sind voll im Dezember. Aber es ist eigentlich Mitte März. Aber wie gesagt, Prag, wunderschöne Stadt. Wenn ihr mal herkommen wollt für ein Wochenende oder so, wir sind jetzt hier oben an der Karlsburg. Die Sache ist, es ist oben, das heißt, du musst noch Treppen hochgehen. Das hat Justin ein bisschen unterschätzt. Nach dem Beintraining eben. Ja, aber ansonsten, tolle Stadt, kann nichts Negatives sagen. Sehr schön. Prag auf jeden Fall bisher eine Reise wert. Ganz interessant, da sind noch Wachen vorm Tor. Sieht man auch nicht mehr so häufig. Wie gesagt, kommt mir ähnlich vor zum Buckingham Palace oder auch die Guard hast, die davor steht. Und ja, ist auf jeden Fall arschkalt. Die armen Jungs sind nicht zu beneiden. Wen das interessiert, 12 Uhr ist hier Wachenwechsel.
Bericht. Time. Das Spa ist hoffentlich genauso gut wie das Fitnessstudio, aber ich zweifle keine Sekunde dran. Großer Pool ist da, mehrere Saunen sind da und wir haben uns das mehr als verdient nach dem langen Tag heute in der Kälte. 25.000 Schritte. Ja? Ich will es nur gesagt haben. Nach dem Beintraining. Nach dem Beintraining. Angekommen beim Abendbrot. Absolut, jetzt gibt es erstmal eine heiße Tomatensuppe mit Tabasco, weil wir waren den ganzen Tag draußen, es war relativ frisch. Und wir sind jetzt hier in dem Café- und Bistro-Restaurant, was 24 Stunden am Tag auf hat. Zeigen wir euch noch die Hauptspeise und dann geht es morgen nochmal durch Prag. Genau. Und das war's. Und das war's. Und bisher immer noch sehr schöner Trip. Freuen uns jetzt aufs Essen. Resümee gibt's morgen. Resümee gibt's morgen. Hauptgang Lachs. Mit vollem Mund redet man ja eigentlich nicht. Und eigentlich hätte ich warten können, aber. Wir warten schon gerne auf den Essen. Hauptgang heute Lachs, gestern gab es Rindersteak, sehr lecker, Safran, Kartoffelbrei. Wenn ich eine Beilage wählen müsste, ich würde immer Kartoffelbrei nehmen, weil ich Kartoffelbrei liebe. Für alle, die als Kind gerne Kartoffelbrei gegessen haben, die kennen das. Du bleibst da immer treu. Guten Appetit. Ganz schön kalt. Justin, wollen wir den Vlog beenden? Ja, ein wunderschönes Wochenende geht vorbei. Ja, war ja nicht mal fast ein Wochenende. Zwei Tage. Ja, doch, kann man sagen, Wochenende. Fazit Prag. Wir haben uns, glaube ich, einen sehr schönen Spot hier ausgesucht. Victory Hill, so heißt es, glaube ich. Man sieht es jetzt nicht ganz. Wir haben ja ein kleines Pferd über uns. Ein kleines Pferd über uns, was uns anguckt. Und man hat einen extrem, extrem schönen Ausblick auf ganz Prag. Und wir haben auch gerade unglaubliches Glück mit dem Wetter. Die Sonne scheint. Eigentlich war Regen angesagt in der Wettervorhersage. Selbst die tschechische Flagge weht gerade für uns. Und halten wir fest, Prag war wunderschön. Es ist eine tolle Stadt, architektonisch total interessant. Die Leute waren super nett. Es ist sauber, viel sauberer wie Berlin im Gegensatz. Das haben wir schon mehrfach erwähnt. Ich weiß nicht, wieso Berlin das nicht hinbekommt. Toll. Also sehr auffällig hier, obwohl es so eine große Stadt ist. Ja, mit unglaublich vielen Menschen. Also mit Touristen ist es voll. Von Amerikanern, glaube ich, unglaublich viele gehabt. Halt viele Europäer, Asiaten. Tolle, schöne, saubere Stadt. Gefällt uns sehr gut. Was können wir noch sagen zu unserem Gastgeber, das Hilton? Sehr schön, gute Lage. Perfekte Lage, weil man kann nämlich alles zu Fuß erreichen. Genau. Sauber, was ich geil finde, ein Fitnessstudio-Crossfit-Box ist es fast. Also für ein Hotel 5 von 5 Punkten, was das Gym angeht. Wir werden nachher nochmal reingehen. Du hast doch einen Spa-Bereich mit Sauna und Schwimmbad. Fand ich jetzt nicht so interessant, aber ist auch cool zu haben. Aber das Gym ist geil, Essen ist top, Service ist super, das Hotel an sich ist riesig. Es war jetzt nicht ganz so voll, was es auch für uns ein bisschen gemütlicher gemacht hat, würde ich sagen. Sehr entspannt, ja. Ja, haben wir ein paar coole Fotos gemacht. Was noch geil ist bei dem Hotel, muss man sagen, die haben halt diese Rooftop-Bar, Sky-Bar heißt die bei denen. Und man auch nachts einen sehr schönen Ausblick auf Prag hat. Also wer nach Prag kommen möchte, das Hilton ist auf jeden Fall eine Adresse, wie ihr euch aufschreiben solltet. Und an sich kommt nach Prag. Tolle Stadt, können wir nur empfehlen. Ich würde sagen, das war's. Und jetzt machen wir einen Haken an Prag und entdecken unser nächstes Ziel.
Thank you.